Hallo und herzlich willkommen hier bei Spielwelten. Ich bin Kim, Fenrir und Grosi sind auch dabei und wir machen heute unsere Top-Liste der Lieblingsspiele mal wieder. Ja, Top 50 sind es mittlerweile geworden. Also ja. 20 mehr als beim letzten Mal und vielleicht werden es in Zukunft dann noch mehr, aber da müssen wir uns nochmal tief in uns gehen. Ne? Vielleicht mache ich dann die Top 100 alleine. Oder jeweils jeder für sich einer ein Video. Die, die es möchten und die nicht, die steigen irgendwann dann halt ein. Also ich muss noch zwei gute Spiele spielen. Ich habe erst 98 auf der Shortlist. Das wird sein, ne? Ja. Ja, gut, vielleicht. Aus 98 Titeln kannst du schlecht eine Top 100 machen. Einige Leute können das. Die können sogar aus 70 eine Top 100 machen. Ja, aber ja, legen wir direkt los. Ja. Plätze 50 bis 41 kommen dann. Willst du nicht wie üblich darauf hinweisen, dass das nicht die besten Spiele aller Zeiten sind, sondern nur unsere Lieblingsspiele? Das sind nur unsere Lieblingsspiele. Okay, mein Platz 50 ist ein kurzweiliges kleines Spielchen, bei dem es darum geht, die Gegner tot zu würfeln. Alte dunkle Dinge. Ich hätte jetzt schon fast gedacht, King of Tokyo. Ja, so ähnlich. Das ist die gute Variante, wie mir das Spaß macht. Das Coole bei Alte Dunkle Dinge im Vergleich zu zum Beispiel King of Tokyo ist, dass man, selbst wenn man beim Würfeln jetzt nicht das erreicht, was man eigentlich haben möchte, also den Gegner totwürfeln mit der Sache, dass man hätte würfeln sollen, kann man die Würfel dafür benutzen, um einen zu kaufen. Also, weiß ich nicht, Pärchen kann man gegen Geld tauschen und also Spielchen. Oder eine Straße. Also man kann halt diesen Würfelwurf auf verschiedene Arten und Weisen dann benutzen. Entweder für das, was eigentlich gedacht war, den Gegner töten oder halt Ressourcen sammeln damit. Das ist eigentlich ein ganz netter Mechanismus. Es ist ja auch nur Platz 50, also das Spiel ist eher kurzweilig als besonders gut. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz spaßig. Ja gut, dann mache ich weiter. Meine 50, die gab es schon mal. Das ist auch mein, ja... Der größte Drop sozusagen auf meiner gesamten Liste, nämlich Zug um Zug von Days of Wonder. Ja, ein Spiel, bei dem es eigentlich nur darum geht, ja, Handkarten zu sammeln, gleichfarbige abzulegen und damit irgendwelche Strecken zu beanspruchen, ja, und dann Aufträge zu erfüllen. Ja, generell, ich würde es ja gerne häufiger spielen, aber irgendwie hat in meinem Bekanntenkreis so... kaum jemand Lust darauf oder es findet sich immer irgendwas Besseres. Ja, aber ne, ist halt so eine Sache. Wenn halt die Neuheiten da sind, ja, dann will man das spielen und ich habe es, glaube ich, im letzten Jahr nicht einmal gespielt. Deswegen verdient um 29 Plätze gefallen auf Platz 50 Zug um Zug. Deswegen ist es witzigerweise auch nicht auf meiner Liste, weil ich es ewig nicht mehr gespielt und auch nicht mehr so im Horizont hatte. So, ich habe was ganz Neues. Ich hatte das, glaube ich, schon so kurz vorher erwähnt. Es ist das, das letzte Spiel meiner Spielausbeute vom letzten Jahr, was ich dann wirklich mal aus dem Schrank gezogen habe. Und zwar ist es vom Heidelberger Spieleverlag Gullipiraten. Das Spiel ist... Du kaufst auch alles, oder? Es war im Angebot. Ja, das Spiel ist echt toll. Also ich hatte genau das davon gekriegt, was ich erwartet hatte. Es ist sogar besser, als ich erwartet hatte. Erwartet habe ich ein kurzweiliges Spiel, das man mit Freunden spielen kann, die jetzt vielleicht nicht so ein tiefes Spiel spielen wollen, weil, oh nee, da muss ich ja nachdenken oder solche Dinge. Der Witz ist, das Spiel ist eigentlich ein Spiel, wo man nachdenken muss, wo man taktieren muss, wo man planen muss. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das Cover vor Augen. Aber ja, es geht halt wirklich darum, also man hat eine Mannschaft, die random zusammengestellt wird aus verschiedenen Tierchen, die dann auch Sonderfähigkeiten haben und muss dann eins von drei Schiffen oder auch mehrere von diesen Schiffen besetzen, um dann Plündergut einzufahren. Doch. Von Ravioli-Dosen über irgendwelche Puppen, die man gegen Lösegeld erpressen kann, ja, und ja, so weiter. Und das ist ein sehr taktisches, nachdenkliches Spiel, was aber so süß und niedlich ist, dass man Leute da, denen fällt das gar nicht auf, wie sehr sie nachdenken beim Spiel. Hat mich da ja sehr positiv überrascht und hat es dann, obwohl es auf den ersten Blick nicht wert war, auf die Top 50 geschafft. Ja. Ich mache dann direkt mit der 49 auch weiter. Wieder vom Heidelberger Spielverlag. Das Herr der Ringe Living Card Game. Das Spiel hat es letztes Mal nicht auf meine Liste geschafft, war allerdings da auch schon auf der Shortlist. Der Grund ist einfach, es ist ein wirklich cool gemachtes Koop. Es ist allerdings sehr fordernd und zumindest ohne, dass man sich ein zweites Grundspiel kauft, auch leider nur für zwei Leute, was ich ein bisschen...
ja, ärgerlich fand, weil ein Koop-Spiel für zwei Leute ist irgendwie, hat mich nicht so umgehauen. Vom Mechanismus her aber sehr interessant, sehr fordernd und meistens auch mal günstig zu kriegen. Es ist halt natürlich trotzdem ein Groschengrab bei Living Card Game, da kann man dann nochmal 400 Zusatzpakete kaufen. Ja, das ist auch der Grund, weswegen ich eigentlich die Finger davon lasse. Aber kann man das nicht auch solo spielen? Du kannst es auch solo spielen. Das ist auch eigentlich sehr häufig so. Als ich bin ja nicht so der Solist. Nicht so? Ja. Das wäre für mich noch ein Argument, das dann doch auch mal auszuprobieren, aber... Hat ich es dir nicht mal geliehen? Ja, ich weiß. Genau. Du hattest es mir mal geliehen und das... Hast du es nie gespielt? Ja, das steht dann einfach so rum und wartet und wartet und wartet. Spiel mich! Ja. Ich mache einfach mal mit meiner 49 weiter. Ja, das Spiel ist tatsächlich neu auf der Liste und wäre wahrscheinlich auf... Hätten wir letzte Mal eine Top... 50 schon gemacht, dann wäre es wahrscheinlich ähnlich platziert gewesen. Das älteste Spiel, wenn man von den Klassikern absieht, die jetzt kein wirkliches Erscheinungsjahr mehr haben, es ist El Grande von 1996, Hans im Glück, Wolfgang Kramer. Ja, ein Spiel, wo es darum geht, Mehrheiten zu haben, also Area Influence. Es geht halt so ein bisschen ums Taktieren, die Gegner einschätzen, wer nimmt welche Aktion und so weiter. Und vor allem muss man ja auch seine Handkarten managen sozusagen oder beziehungsweise klug ausspielen. Also wann spielt man welche Karte, wann will man als Erster in der Runde dran sein und wann holt man sich seine Gefolgsleute dann wieder an den Hof zurück und so weiter. Also sicherlich ein schönes taktisches Spiel, hat mir sehr, sehr viele Partien über Spaß gemacht, macht mir immer noch Spaß, ist natürlich jetzt etwas abgekühlt, deswegen nur 49, aber... Ich würde es immer noch gerne jederzeit spielen. Können wir das bei Zeit mal machen? Ich habe es mir noch nicht gespielt. Dann wird Zeit. Ein Klassiker und ich habe ihn nicht gespielt. Ja, ich habe es ewig nicht gespielt, ich wäre dabei. Okay, 49. Ja, ein neues Spiel, auch von dem letzten Spiel. Und zwar Club der Erfinder. Ja, auch eher ein kleines Spielchen. Das ist jetzt nicht so super fordernd. Das ist eher wirklich was, ja... Familienspielerniveau, sag ich mal. Und ganz wichtig, man muss auch mehrere Leute zusammenkriegen. Also wir haben das mal zu zweit gespielt. Zu zweit ist das doch ein bisschen lahm letztendlich. Also da braucht man schon drei, besser vier Spieler, damit das auch der Kernmechanismus funktioniert. Ansonsten kriegt eigentlich immer jeder alles so ungefähr. Also da muss es also, ich glaube ab vier wird es dann richtig lustig, wenn man dann auch wirklich dann Gefahr läuft, dass man vielleicht bei manchen Beutesachen gar nicht, bei manchen Erfindungen gar keine Belohnung bekommt am Ende. Also das Prinzip ist, es ist ein bisschen Magic mit dabei, so die Leute tappen, um dann halt Sachen zu platzieren. Ja, Magic, tappen halt. Das ist, war auch die einzige Übereinstimmung, ja, denke ich. Das ist mit Karten. Ja, ne, okay. Ihr wisst, was ich meine. Also dieses Tappen der eigenen Wissenschaftler, die total schön designt sind und die Teams sind super. Also die Optik stimmt, das Spiel ist ein bisschen seicht, aber nur für kurzweiligen Spaß mit vier Leuten im Familienspielerbereich super geeignet. Mhm. Übrigens auch ein Mehrheitenspiel. Platz 48 ist es jetzt. Ja, richtig. Ja, ich glaube, das wird der erste kontroverse Titel bei mir. Hansa Teutonica. Ins Herz. Ja, würde jetzt auch nicht wahnsinnig höher klettern. Also wäre wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon drauf gekommen. Aber naja, also... Es ist schon ein bisschen angestaubt. Dennoch finde ich den Mechanismus schön, wo man eben die Händler auf die Straßen setzen muss und dann eben gucken, wo kann man was voll machen und so weiter. Ich finde das Aufwerten unheimlich toll. Händler. Ja, man muss halt Steine irgendwo hin platzieren und kann dadurch halt andere Steine von seinem Tableau ins Spiel bringen und damit tolle Sachen freischalten. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, vor allem, weil man auf ganz viele verschiedene Arten sich dann entwickeln kann und man auch im Spiel halt gucken muss, was machen die anderen, wo ist für mich ja noch der größte Gewinn zu erwarten und so weiter. Ja, ist ja auch nur Platz 48. Ne? Also ich finde es gar nicht schlecht. Also mir hat's auch, wir haben es ja nur einmal zusammen gespielt. Also mir hat es ganz gut gefallen. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich wüsste jetzt auch wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich es mir öfters gespielt hätte, würde ich es vielleicht auch mit auf die 50 nehmen. Aber also ich finde es jetzt nicht so schlecht wie andere. Das war eins der Spiele, von denen ich sofort wusste, das kommt ganz weit weg von meiner Top 50. Weil das ist so ein Spiel, das mag ich überhaupt nicht. Das finde ich einfach, boah. Der Mechanismus spricht mich nicht an. Es ist staubtrocken. Das ist wirklich so... Ich glaube, deswegen benutzen viele Ameritrash-Spieler Eurogame als Schimpfwort, wegen solchen Spielen. Ja, aber
Dann haben sie keine Ahnung. So. Genau. Okay, ich mache einfach mal weiter mit meiner 48. Mhm. Und zwar ist das Dungeon Twister vom Proludo Verlag. Schon etwas älter, ist von 2004, ist ein französisches Spiel oder ein belgisches, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein ganz nettes Duellspiel, was diesen coolen Twist hat, dass man die Ausrichtung der, also es spielt in so einem Labyrinth-Gefängniskomplex und man kann halt an bestimmten Stellen die über eine Aktion teils verdrehen. Also es besteht immer aus mehreren Teils, die Map, und die wird dann halt gedreht. War vor allen Dingen damals, was noch nicht so ausgetreten ist, ein echt cooler Mechanismus, und man konnte sich auch ziemlich den Schädel dabei verbiegen und, wie gesagt, eine ganz nette Geschichte. Es ist ein Teamspiel, aber halt eben zwei Spieler, aber beide Spieler haben ein Figurenteam, das sich zusammenstellen können. Ist gut gemacht. Also wir haben es, glaube ich, mal gespielt, aber ich habe es auch ewig nicht mehr gespielt, bin auch nur durch Zufall wieder mal drauf gekommen, als ich meine Sammlung durchgeforst habe nach würdigen Titel für diese Liste. Gut. Ja, mein Platz 48 ist ein Spiel, was auf meiner alten Liste drauf war. Und zwar damals auf Platz 9. Das hat also schwer gelitten von 9 auf 48. My Village. Ja, My Village hatte ich ja schon auch in der Enttäuschungsliste dabei gehabt. Es ist halt nicht so super, wie ich es erhofft hatte. Es ist immer noch ein schönes Spielchen, aber es hat einfach zu viele Sachen, die mich stören, als dass es höher auf der Liste bleiben könnte. Ich spiele es immer noch ganz gerne, aber dieser ganze Teilaspekt mit dem Punktesammeln im Baum da, dieses der Heimat-Tree, keine Ahnung, wie das Ding da genau hieß. Boah, nee. Und dann dieser, ich weiß nicht, ob das schon mal bei euch aufgetreten ist, dieser Effekt, wenn keiner Startspieler werden will und sich dann die Punkte da türmen, und man selber Startspieler ist, da kann man das ja nicht nehmen, das Feld. Und die anderen warten halt so lange. Und dann hat man im Grunde fast keine Chance mehr, bis einer dann sagt, so, jetzt werde ich Startspieler. Und hat dann 27 Punkte eingesammelt damit. Das ist ganz furchtbar. Ansonsten, den Ausbaupart finde ich eigentlich ganz cool. Es ist halt nur ein bisschen zu zerfranst irgendwie. Es fehlt so dieses Knackige von Village. Deswegen, mir fehlt das Village an My Village. Genau, deswegen der Absturz auf 48. Schon eine ganz... Ja, das ist, glaube ich, so viel. Meiner war ja schon mit 29 Plätzen der größte. Das ist nicht der größte Absturz. Was soll da noch kommen? Das sind die nicht mehr auf der Liste drauf sind. Ja, die zählen nicht, haben wir gesagt. Ja, die habe ich ja nicht mit Plätzen versehen in dem Sinne. So, mal schauen nach dem großen Absturz. Ah, ein neues Spiel. Nicht auf meiner alten Liste drauf gewesen, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt. Machikoro. Ein kleines, aber feines Städtebauspiel. Ja, auch eher so ein Filler, aber ein sehr schöner Filler, wie ich finde, weil er genau das macht, was ich gerne habe, nämlich irgendwie so ein Stadt ausbauen, irgendwie Karten nehmen, ein bisschen würfeln, das alles so ein bisschen dabei. Ist nicht allzu bösartig, aber trotzdem auch durchaus mit Interaktion. Ja, kurzweilig, nett. Machikoro. Würde ich... Kann man so abnicken. Ja, kann man so. Kann man machen, muss man nicht. Ist halt eine Sache, die ich eher so immer mitspielen würde, aber nie vorschlagen. So, mein Platz 47 ist City Tycoon. Das Suburbia des kleinen Mannes, oder wie ich es nennen will. Suburbichen. Ja, generell macht es mir einfach Spaß. Ich mag das Draften der Teile am Anfang, wo man wirklich dann überlegen muss, welche Teile will ich auf jeden Fall selber haben, welche darf ich dem Gegner nicht geben oder welche nehme ich einfach, um sie zu verkaufen, um damit dann die anderen finanzieren zu können. Ja, und der ganze Aspekt hier mit Energie muss man halt eher auf ergiebigere, aber eben sich verbrauchende Energie setzen oder eben regenerative Sachen und vor allem, wie baue ich meine Stadt auf, dass ich dann auch noch gut kostengünstig diese ganzen Sachen zu meinen Wohngebieten oder eben generell Stadtteilen liefern kann. Einfach eine nette Sache. Ja, und alles andere in der Richtung habe ich einfach nicht zu häufig gespielt, sonst würde es vielleicht ersetzt werden irgendwann mal. Das kann ich schon mal so andeuten. Also. Ja. Ich habe es noch leider noch nicht gespielt. Wäre so ein Titel, den ich eigentlich auch mal der Vollständigkeit halber
weil ich so Städtebauspiele unheimlich gerne spiele. Mhm. Vielleicht wär's ja. Also bei mir ist es so, ich habe es ja eingebracht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es ganz runter ist, ob es nur stark abgestürzt ist. Aber wir werden sehen im Rahmen der Liste. Bei mir muss ich sagen, also ich mag so Spiele ja total gerne und habe es mir damals ja auch gekauft. Ich fand, es ist zu wenig Stadtbau, auch wenn der Drafting-Modus cool ist. Also es hat mich halt am Ende des Tages nicht so glücklich gemacht, wie ich gehofft hatte. Aber egal, ich komme auch mal direkt zu was Kontroversen. Kim wird's lieben. Okay. Vom Pegasus Verlag im Jahre 2012 erschienen. Das ist doch schon mal nichts Schlechtes. Robinson Crusoe. Ja. ja, das geht ja eher darum, warum ist das so tief? Ja. Ich meine, das ist auf deiner Liste drauf. Genau. Ja, es ist ja auch ein cooles Spiel. Ich habe nur zwei Probleme damit. Es ist ein richtig gutes Spiel, aber es ist eher für mich ein Singleplayer-Spiel, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man es eben nicht Single spielt, und ich habe ja gerade schon mal gesagt, Single ist nicht ganz so meins, kann man mal machen, aber naja. Und in der Gruppe habe ich immer das Gefühl, dass man sehr schnell von erfahrenen Spielern dominiert wird. Das glaube ich jetzt nicht so sehr. Lange kurz demokratisch. Nein. Genau. Nein, das ist nicht mal ein Vorwurf. Also du machst das ja auch nur im Sinne, um weiterzukommen. Finde ich auch nicht schlimm, aber das fällt mir bei dem Spiel stärker auf als bei anderen Spielen. Ja, weil es so brutal unverzeihend ist. Ne? Ja, genau. Da, deswegen. Ne? Nee. Aber an sich, cooles Thema, gut umgesetzt, ein schönes Spiel, nur. Wie gesagt, wenn es nicht so solistisch wäre, wäre es wahrscheinlich auch nochmal 30 Plätze höher, mindestens. Ja. Vielleicht muss ich es einfach auch nochmal spielen, vielleicht hätte es dann doch irgendwo auch einen Platz in der Top 100, wenn wir sie irgendwann machen. Ja, ist eine Frage, ob du das Thema, ich weiß ja nicht, wie dich das Thema mitnimmt. Das ja Thema eher nicht so. Ja gut, dann ist es vielleicht auch das Problem. Die 46 ist dran. Ja, ein Spiel, wo ich schon überlegt habe, ob ich es dann durch Zug und Zug ersetzen sollte oder andersrum. Turm und Taxis. Ja, im Prinzip ähnliche Sache, nur dass man hier keine Bahn, sondern Poststrecken macht und man blockiert die auch nicht für die Gegner. Das ist eigentlich der große Unterschied. Also bloß weil man jetzt hier die Strecke quer durch Deutschland gemacht hat, können die anderen das immer noch tun. Ja, dennoch finde ich es einen Ticken besser. Es ist vielleicht etwas blass, würde ich sagen. Also viele empfinden das eben als relativ langweilig. Ich persönlich mag es einfach, Karten zu sammeln von Städten und dann immer halt eine Reihe auszulegen und auf verschiedene Sachen zu setzen, um möglichst schnell fertig zu sein. Ja, ist ja jetzt auch nicht so der Riesenbrüller, aber immerhin dafür, dass es ja auch von 2006 ist, also schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, spiele ich es immer noch mal ganz gerne. Und es ist ein Spiel des Jahres. Tatsächlich. Aber auch zu Recht eigentlich. Ja. Also es ist ein würdiger Vertreter dieser Gattung, muss ich sogar wirklich sagen. Ich finde es auch ganz klar besser als Zug um Zug. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon auf meiner Liste davor gehabt. Also ich ja offensichtlich auch. Ja, klar. Aber, ja, wie gesagt, ne, Turm und Taxis ist ein super geiles Spielchen. Ja. Halt ewig nicht gespielt, muss man halt auch dazu sagen, leider. Gut. Das trifft auf die meisten zu. Ich greife mal an, 46 bei mir, von Asmodee, oder Asmodee, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber bleiben wir mal Asmodee, Mürms, um noch ein aussprechen. Witzigerweise, ich weiß nicht, warum der Name nicht, der ursprünglich geplante Name war bei Enterprise. Das Hauptproblem, was ich mit dem Spiel habe, warum es nicht weiter unten oder auf einem einstelligeren Platz ist, um es mal so zu formulieren. Weiter oben heißt das dann. Ja, ja, weiter oben. Weil du keine Ahnung von guten Brettspielen. Genau. Nein, weil es ist mir, also da, ich greife da direkt in eurem Thema der letzten Wochen ein, mir ist es zu mathematisch, also zu programmierbar. Ich finde es, ich kann verstehen, warum Fenrir es liebt, ich kenne ihn da lang genug, aber meins ist es gar nicht und ich fühle mich da auch oft so ein bisschen, es ist ein Spiel, das man an einem Samstag, wenn man gut ausgeschlafen ist, mittags spielen kann, aber abends zu so einer typischen Brettspielrundenzeit ist es für mich echt dann teilweise schon
ein zu harter Number Crusher. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Es ist unwahrscheinlich gut designt. Das Thema ist super. Ich bin ein großer Sim-End-Fan und ich muss es auch eigentlich nochmal wieder aus meiner Sammlung raussuchen, mal wieder auf den PC installieren, schön, ja, um dann wahrscheinlich den Schreck meines Lebens zu kriegen. Ja, manche Erinnerungen bleiben besser Erinnerungen. Ja. Ja, ich hätte mal vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich mal Wing Commander 3 ausgepackt. Ich wusste gar nicht, wie groß Pixel sein können. Ja. Pixel. Ja. Gut. Ja, mein Platz 46 ist ein kooperatives Spiel und der große Bruder sozusagen von dem alte dunkle Dinge, mit dem ich die Liste gestartet habe, Ghost Stories. Ah. Da ist zu viel drin, glaube ich, in meiner Aussprache. Ghost Stories. Ja, schönes kooperatives Spiel, sehr glückslastig, sehr würfellastig, sehr zufällig deswegen auch, aber trotz allem macht das einfach durchaus Spaß. Also es ist auch da nichts, was man mit zu viel Ehrgeiz betreiben sollte, einfach weil... Ja, definitiv. Weil das Spiel schon mal zutritt. Ja, es ist halt einfach, man ist zu sehr in der Hand der Würfel, um das wirklich irgendwie zu kalkulieren, was man da tut. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das thematisch ganz schön, ich finde die Zeichnung schön, das Brett ist gut designt insgesamt, deswegen für mich ein schönes kooperatives Spielchen, Platz 46. Oh, ich fange mal an. Okay, dann muss ich mich nicht unbeliebt machen. Ich vermute mal, dass wir das nicht zum letzten Mal hören auf diesen Listen. Ich glaube aber, oder ich vermute, dass es zumindest auf Kims Liste höher ist, wahrscheinlich auch auf deiner. Ein relativ neues Spiel für mich, brandneu, Terraforming Mars. Ja, Terraforming Mars hat ein super schönes Thema und verspielt es komplett. Es ist leider eines der unthematischsten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, insgesamt. Was soll sowas? Ja, ich wollte ein bisschen provozieren. Ja, merkt man. Nein, ich war so unglaublich enttäuscht, weil das fühlt sich für mich so absolut nicht nach Terraforming an. Das ist halt ein ziemlich cooles Kartenspiel. Also es ist kein Kartenspiel für die Kategorie Kartenspiel, aber man spielt viel mit Karten. Nichtsdestotrotz, es ist sehr beliebig und was man da tut, ja, das geht zu lang, das Spiel. Dasselbe Spiel, die hätten die Hälfte der Spielzeit gekürzt. Wäre wahrscheinlich super, aber so ist das einfach. Ja, meine Maschinerie läuft, jetzt muss ich aber noch irgendwie 100 Züge warten, bis endlich alles vorangeht und so. Und es war, zumindest bei uns hat sich das auch sehr träge angefühlt. Also das war wirklich so ein Ding, wo man so das Gefühl hatte, okay, ich gehe mal schnell einen Kuchen backen und wenn ich wiederkomme, bin ich dann endlich wieder dran. Ja, das sind halt so die, deswegen nur auf 45. Nichtsdestotrotz, es ist ein tolles Spiel an sich. Der Mechanismus funktioniert, er passt halt für mich nur absolut nicht zu Terraforming. Terraforming ist ein brutal durchchoreografierter, also Mürms. Sowas müsste dazugehören eigentlich als Mechanismus. Das passt viel eher dazu als irgendwie willkürliche, glückslastige Kartenzüge. Ja, also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also der Art, wie die Technologiekarten zugeteilt wird, finde ich auch nicht optimal, weil wirklich das Forschungsfeeling teilweise ein bisschen aus der Strecke bleibt. Da könnte ich mir auch ein, zwei andere Modi vorstellen, bei denen dann allerdings auch ein anderes Spiel rauskommen würde. Nichtsdestotrotz, ich werde da vielleicht später noch was zu sagen. Ich vermute Kim auch. Ja, glaube ich, ganz schwer. Ja, aber ich räche mich einfach bei dir. Ja. So, mein Platz 45 vom Feuerland Verlag, Viticulture. Wobei, ich muss sagen, eigentlich ist es, ich bin nicht so der, also ich finde die Spiele meistens cool, bin aber nicht gut im Worker Placement und dann ist dann doch irgendwie der Frust da. Deswegen eigentlich jedes Worker Placement Spiel, was irgendwie die Top 50 bei mir schafft, ist eigentlich schon fast ein Goldstück wert. daher ist das eine schwache Rache, weil Viticulture ist ein cooles Spiel. Das ist auch nur deswegen so tief, weil das Thema jetzt doch nicht ganz so meins ist, obwohl es das so dermaßen cool transportiert, dass ich sagen muss, wow, Hut ab. Wer hat es nochmal geschrieben? Ja, ach so, die Herren Steckmeier und Stone waren es. Genau, okay. Die Stone Myers, ganz genau. Also wirklich cool gemachtes Spiel, super geile Sache. Ist halt nicht ganz in meinem Fokus, aber definitiv gut genug, um auf eine Top 50 zu kommen. Und es hätte vielleicht auch noch ein paar Punkte vorher. Aber ich musste irgendwas haben, womit ich mich für solche Nummern wie gerade rechnen kann. Nein, es ist schon bewusst auf den Platz gekommen. Okay, die Liste hat eigentlich nur den Sinn, dass wir uns gegenseitig dissen können, wer welches Spiel dann doch nicht so gut findet. Genau. Ja gut, dann habe ich ja wenigstens mal eine Ruhephase, denn an Jedo wird wohl kaum jemand was auszusetzen haben, zumal er es, glaube ich, auch gar nicht gespielt hat bisher. Ne? Ich zumindest nicht. Du? Auch nicht. Nee, ich auch nicht.
Man überlegt gerade bei den ganzen japanisch klingenden Spielen, das ist immer schwierig. Ja, im Prinzip ein simples, wenn man so will, Worker-Placement-Spiel, auch wenn es jetzt nicht so das wirkliche Feeling hat, aber man setzt seine Gefolgsleute durchaus auf Felder, um da was zu machen, und dann geht da auch noch so ein Wachmann rum, der dann immer verhindert, dass in jeweils einer Runde ein gewisser Stadtbereich, also diese Aktion. Ach, das haben wir doch schon mal gespielt. Tatsächlich, ja. Ja. Es hat sich tief in meine Erinnerung eingebrannt, wie man merkt. Ja, genau. Also im Prinzip sammelt man irgendwelche Gegenstände, Waffen, Geishas und was weiß ich. Gegenstände, genau. Geishas. Gut, dass der Weltfrauentag schon wieder durch ist. Eieieiei. Na gut, Entschuldigung. Das kam jetzt anders rüber, als es gemeint war. Drohbriefe an. Nein, aber man muss im Prinzip nur irgendwelche Dinge, irgendwas sammeln, um damit dann Aufträge zu erfüllen. Und entweder sammelt man darüber eben Punkte oder man hat halt den ultimativen Auftrag, den Shogun aus dem Weg zu räumen und gewinnt dadurch das Spiel. Ja, es dauert auch relativ lange. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich dir auch bei Terraforming Mars recht geben muss. Es könnte durchaus kürzer sein, aber dennoch macht es mir aufgrund des Themas sonderlich viel Spaß und ja. Mhm. Und ich habe es halt auch nicht so wahnsinnig häufig gespielt, muss ich dazu sagen, und würde es gerne viel häufiger spielen. Sidu oder Terraforming? Terraforming habe ich schon, was weiß ich, okay, wie oft gespielt. Also das war jetzt aber verwirrend. Ich dachte, du redest auch gerade von Terraforming. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, welches Spiel du gerade meinst. Ja, Sidu meinst du. Ja, okay. Ja, das Terraforming Mars ist ein bisschen höher. Ein Hauch. So, dann fange ich auch einfach mal wieder an, um bei der Kontroverse jetzt mal ein bisschen einzusteigen. Ich habe einen Titel, der euch vielleicht nicht ganz so gut gefällt wie mir. Und das ist auch ein Spiel, wo ich mir immer sage, wenn es mir unter die Finger kommt, das muss ich viel häufiger spielen eigentlich. Aber es scheitert wie so oft am Unwillen der Mitspieler. Fury of Dracula. Auch relativ neu, insofern konnte es noch nicht auf der letzten Liste drauf sein, zumindest jetzt in der Drittauflage, die jetzt neu rauskommt, das ist also die, auf die ich mich beziehe, die neu rausgekommen ist im letzten Jahr. Mein Gott, Sprache ist schwer. Okay. Sehr schön. Nein, aber ich mag den Deduktionscharakter, ich mag beide Seiten gleich gut sogar. Also ich liebe es, Dracula zu spielen, ich liebe es aber auch genauso, auf Ermittlerseite zu spielen und dann halt zu gucken, ihn zu stellen. Ja, wirklich eine ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, warum andere Menschen das nicht so sehen. Ganz unverständlich. Thema ist super und ich finde den Mechanismus auch cool. Also ich habe es erst einmal mit dir gespielt und ich muss halt sagen, nie wieder. Also, weil irgendwer schreit immer, wenn es auf den Tisch bringen willst. Ich weiß auch nicht, wer ich das sein. Geschrien habe ich nicht. Du hast nur Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich gehe. Also es ist witzigerweise, das Cover-Artwork hat mich vom ersten Moment abgeschreckt, was jetzt wirklich kein Grund für mich ist, ein Spiel nicht zu spielen. Aber diese eine Runde hat mich nicht mitgenommen. Ich würde dem Ganzen aber dir zuliebe gerne noch mal eine Chance geben. Also wir können das gerne nächstes Mal spielen. Ich würde es vielleicht auch gerne noch mal in einer größeren Runde spielen, gucken, ob dann irgendwie lustiger wird. Das Problem ist, was ich mit dem Spiel habe, ich mag Deduktionsspiele, aber das ist halt kein Deduktionsspiel so im Grunde, sondern es ist halt auch ein Deduktionsspiel. Aber bei Scotland Yard zum Beispiel, der Großvater dieses Genres, da ist es so, ich jage den Mr. X und wenn ich ihn habe, habe ich gewonnen. Das heißt, der ganze Fokus ist darauf, wo ist er? Mhm. Bei Dracula ist es so dieses, ich weiß zwar, wo er ist, aber es bringt mir auch nichts. Ich muss ihn erstmal besiegen und jetzt gerade ist Nacht, ich sollte besser nicht dahin. Also irgendwie, das ist so verwaschen, da dieser Deduktionsmechanismus. Okay. Und es ist halt auch, das ist halt mein Hauptkritikpunkt, das zieht sich halt unendlich lang, das Spiel. Mhm. Wenn man jetzt das Firma ist, läuft es flotter. So. Aber macht weiter. Ja, gut. Mach. Okay, also bei mir ist es, der Heidelberger Verlag ist auf diesem Teil der Liste ziemlich häufig vertreten, sehe ich gerade. Vom Heidelberger Spieleverlag Space Hulk, Todesengel, das kooperative Kartenspiel. Was soll man dazu sagen? Es ist mir immer ein Ticken zu leicht erschienen. Ich finde die vielleicht gut gemeinte, aber bevormundende Regeln, dass man über seine Karten nicht reden darf, ein bisschen komisch. Also der
Du kennst es, aber du kennst es, glaube ich, nicht. Ich habe aber, das ist tatsächlich auf meiner Wishlist immer noch. Ich wusste nicht, dass du das hast. Ja, können wir mal drüber reden. Also, ich habe sogar ein ganz neues OVP, das hat was mit Kims Hund zu tun. Der hat die Karten entwertet. er hat sie abgestempelt. auf jeden Fall. Es ist, also der Gedanke ist halt, dass man sich nicht absprechen darf, damit keiner das Spiel dominiert. Ansonsten ist es halt eine gute Adaption des guten alten Space Hulks auf ein Mehrpersonen-Teamspiel und vor allem kooperativ. Statt einer spielt die Jeans-Stealer und einer spielt die Terminatoren. Macht's halt ganz nett. Ist eine gute Sache, nur man soll sich halt nicht so sehr absprechen, weil dann damit keiner das Spiel dominiert. Ist natürlich eine Idee, dieses Problem von Koop-Spielen zu lösen, aber gefühlt war das nicht die beste. Ja, das ist so, wenn man so diese künstliche Beschränkung hat, dann denkt man auch mal, ja, so kann man es auch machen, elegant ist anders. So in der Art fühlt sich das leider an. Ich hasse das generell bei Koop-Spielen, wenn man irgendwelche Informationen nicht teilen darf. Also ja, es gibt ja Spiele, wo das noch Sinn macht, wie Hanabi oder so. Aber The Game. Ist das noch ein Spiel? Oder heißt es nur so? Apropos, ein Platz besser als Terraforming Mars? Nein! Mein Platz 44? Wag es nicht, nein. Ich glaube, das ist ein Spiel, da wollen wir nicht viel drüber sagen. Das ist wirklich ein Klassiker. Aus dem Hause Hans im Glück. Letztes Jahr Platz 19, diesmal Platz 44. Also auch durchaus abgestürzt ein wenig. Was einfach daran liegt, dass ich es in der Zwischenzeit, glaube ich, nur einmal gespielt habe. Carcassonne. Oh. Ja. Ne? Ja. Carcassonne, ich glaube, da brauche ich wirklich nicht viel drüber sagen. Das kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Der Großvater aller Tile-Laying-Games, also Plättchen-Auslegespiele. Mhm. Macht immer noch Laune, hat so seine Momente, wo man wirklich ins Grübeln kommt, spielt sich aber trotzdem eher so angenehm, dass man das Gefühl hat, ja, das kann man wirklich mit jedem aus der Familie auch spielen. Das ist witzigerweise bei mir ein Spiel, das ich auch schon bestimmt 2 Jahre nicht gespielt habe, was aber die Liebe zu diesem Spiel nicht gespielt hat. 2 Jahre ist übertrieben, aber auch über ein Jahr nicht gespielt habe, was bei mir aber die Liebe zu dem Spiel nicht schmälert. Also wir werden das später nochmal sehen, oder kaum schmälert, passt vielleicht besser. Je nachdem, wie gut ihr gerade meine alte Liste im Kopf habt. Ich glaube, es war auf Platz 1 in deiner alten, oder? Nee, aber es war schon, genau. Oder so. Aber auf jeden Fall verdammt weit oben für diesen Titel, ja. Weil es ein verdammt gutes Spiel ist. Das ist es definitiv. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, Worker-Placement-Spiele auf meiner Liste sind rar und auch in der Top 50 sozusagen ist das immer eine Prämierung. Hier habe ich etwas, was mich vom Thema einfach total umgehauen hat, weil es an ein Computerspiel erinnert, das ich geliebt habe. Und ich weiß, auch das ist auf deiner Wishlist, Fenrir. Okay. Es ist Dungeon Lords vom Heidelberger Spieleverlag, das Dungeon-Bau-Worker-Placement-Spiel. Okay. Das ist cool. Ja, das Thema reißt es raus. Es ist ein bisschen umstritten. Ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, nicht das beste Worker-Placement-Spiel, aber es ist halt thematisch cool. Ich mag das Artwork, ist toll. Also, ja. Ja, würde ich gerne mal spielen. Ja, vom Thema her macht das echt was her. Dann mach mal weiter. Gut, mein Platz 43, auch ein alter Bekannter, ehemals Platz 22 auf der alten Liste. Die Siedler von Catan, das Kartenspiel. Oder wie es jetzt heißt, die Fürsten von Catan oder so? Ja, das hatten wir letztes Mal diskutiert, aber ich glaube, wir sind nicht zu einem Ergebnis gekommen. Also meine Auflage, die ich auch tatsächlich selber spiele, ist das Original, das Kartenspiel, also die Erstauflage sozusagen. Heißt das nicht jetzt Catan-Duell oder sowas? Auch das eventuell. Bestimmt heißt der nächste dann die Karten von Catan. Aber mir ist gesagt worden, ich soll bei sowas auch immer dazu sagen, welche Edition ich denn dann genau. Ne? Ja, und ich meine halt tatsächlich Catan, das Kartenspiel. Ja. Ja, haben wir auch schon häufiger drüber geredet. Leider auch eher selten gespielt in letzter Zeit, aber macht auf jeden Fall mir persönlich tierisch Laune. Ja, mir auch, aber ob es jetzt hier auf die Top 50 geschafft hat, weiß ich nicht. Aber Platz für viele will auch Dracula haben. ist besser. Nee, definitiv nicht. Doch, und es dauert mindestens genauso lange. Ja. Den müssen wir jetzt nicht auswalzen. Aber 43, auch ein Spiel, das relativ lange dauert. Jetzt neu aufgelegt, ich beziehe mich aber auf die alte Ausgabe Willen des Wahnsinns. War vorher übrigens auf Platz 28 auf meiner alten Liste, ist also auch etwas gefallen. Ja,
Dennoch, von so Dungeon-Crawlern her, finde ich es immer noch cool, weil es eben nicht so einen, Kampffokus hat. Das finde ich halt das wirklich Spannende daran. Natürlich verbrauchen sich dadurch die einzelnen Abenteuer oder Fälle natürlich auch sehr stark. Man hat zwar die Option, die immer so ein bisschen anders ablaufen zu lassen, sodass man dann auch mit den 5 Fällen aus der Grundbox noch eine Weile Spaß haben kann. Aber so häufig spiele ich es dann auch nicht und dann meistens auch immer als Bewahrer mit anderen Ermittlern. Insofern kann ich denselben Einsatz immer wieder und wieder spielen und mich immer erfreuen, wie schön die anderen dann doch scheitern, dem Wahnsinn verfallen und dann schließlich elendiglich. So ein schlechter Mensch. Ja, dann die Ader muss ich da auslegen. Komm, 42, da fange ich mal an. Neu auf meiner Liste, aber kein neues Spiel. Ist auch eigentlich kein richtiges Spiel, ist mehr eine Designstudie eigentlich. Trajan. Trajan ist so ein Ding, ich habe mich ja vorhin so ein paar Mal angemerkt, dass ich das sehr unthematisch finde. Und Trajan ist der Inbegriff des unthematischen Spiels, also... Das braucht sich nicht hinter Hansa Teutonica verstecken, was das angeht. Aber was Trajan schafft, ist einen Mechanismus zu finden, der für mich so innovativ ist und so gut funktioniert, dass der Mechanismus alleine mich fasziniert. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt noch ein Spiel draus macht, aus diesem Trajan-Bogen, ich weiß nicht, in welchem Spiel das passen würde, thematisch. Nicht in Trajan. Nicht in Trajan jedenfalls. Aber der Mechanismus ist Bombe. Einer der besten Einzelmechanismen, die ich jemals gespielt habe. Das Spiel selber ist halt unglaublich beliebig und da noch Siegpunkte, da noch Siegpunkte. 10 geklonte Bretter, die alle gleich funktionieren im Grunde und tobt euch aus. Also dasselbe Spiel in der Hälfte der Zeit nur auf diesen Mechanismus fokussiert, ohne das Ganze drumherum, dann wäre es auch wahrscheinlich sogar eine Top 10 vielleicht sogar. Mhm. Aber so ist es immerhin für 42 noch ausreichend. Ja. 3 Jahre. Also ich stimme dir sogar in allen Punkten zu. Es war auch definitiv in meiner Auswahlliste, mir sind nur 50 andere Spiele eingefallen. Aber es war wirklich eine Auswahl genau aus denselben Gründen, weil das Spiel ist arg beliebig, ist unthematisch, wie man es noch machen kann. Aber dieser Trajan-Bogen ist echt cool. Der macht echt Laune. Ist einfach mal was anderes. Ja. Ich mache einfach weiter, wo ich gerade schon am Reden bin. Das heißt nicht, dass es deswegen gut ist. Ja gut, dann musst du jetzt weitermachen, weil du jetzt... Weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Genau. Wer redet, 42, ist dran. The Cave war vorher auf Platz 15. Ich würde sagen, das muss ja mächtig gestürzt sein. Entschuldige, aber es ist mir sofort aufgefallen. Ja, es ist spielerisch ist es jetzt nicht die riesige Herausforderung, da in die Höhle vorzudringen und ein paar Fotos zu schießen oder Seen zu ertauchen. Man sammelt halt so seine, man sammelt halt seine Pünktchen zusammen. Irgendwann weiß man aber in etwa, was einen so erwartet und da kommt nicht mehr so viel Neues. Und das nutzt sich halt relativ schnell ab, trotz eines modular aufgebauten Spielbrettes. Habe ich nicht ganz so empfunden, aber also auch bei mir hat es gewisse Alterungserscheinungen mitgemacht, gebe ich zu. Gut. So, bei einem Titel, den ich letztes Mal einfach vergessen habe aufzunehmen, jetzt auf der 42 neu eingestiegen, ich weiß nicht, ob er in der Top 30 drin gewesen wäre, weil dann hatte ich, wie gesagt, nicht auf der Shortlist, Camel Up von Pegasus, das Kamelrennen-Beat- und Störspiel. Ich finde es einfach cool, diese Würfelpyramide ist eine geile Idee, es ist für ein Familienspiel angenehm anspruchsvoll. Man kann es aber auch trotzdem, ist ähnlich wie bei den Gulli-Piraten, man kann es trotzdem auch mit Leuten, die eigentlich auf sowas gar keinen Bock hätten, spielen, weil die gar nicht so sehr merken, was sie da gerade tun. Die merken gar nicht, dass sie ein komisches Spiel ist. Und dann schrie ich, hoffe mal nicht zu viele meiner Casual-Freunde gucken sich das an und spielen dann gar nicht mehr mit mir, weil ich immer verpetze, was sie für coole Spiele spielen. Ja, aber wie gesagt, jetzt... Keine Rakete, wäre jetzt auch nicht mein Spiel des Jahres gewesen, aber auf jeden Fall ein cooles Ding und Top 50. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass das eins der Spiele war, wo ich im Nachhinein selber über mich überrascht war, dass ich das so gut witzig fand. Also ich spoiler mal, es ist nicht auf meiner Liste drauf, also dafür, nicht Platz 1. Dafür ist es mir dann nicht gut genug, aber das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja. Also Camel Up hat durchaus Spaß gemacht. Ja, muss ich auch sagen. Ne, aber was ich so verwunderlich finde, ist, das klingt immer so, als müsstest du Leute zum Brettspiel irgendwie
ja, hinschubsen. Nein, gar nicht. Also es geht einfach darum, ich habe einfach sehr viele Freunde, die wirklich gerne spielen. Fenrir hat eigentlich auch dasselbe Problem, hat er auch genau, schon oft erzählt. Die dann aber bei den Spielen, auf die ich mega Bock habe, dann sagen, ich habe keinen Kumpel für. Ja, mehr als zwei Seiten Regeln und man muss beim Zug nachdenken, nee, lass mal. Ja, und es gibt aber einfach schöne Spiele eben wie Gully Piraten oder wie Camel Up, wo man dieses Nachdenken muss, aber die Leute merken es gar nicht. Das Problem ist, man müsste mal überlegen, ob man sie nachträglich sagen soll. Du hast da gerade ein hochkompliziertes Beat- und Bluff-Spiel gespielt und du hattest Spaß dabei. Möchtest du nicht vielleicht mal was anderes spielen, was ein bisschen aufwendiger ist, wo man auch sieht, dass es aufwendiger ist, weil es ist dann ja gar nicht so viel aufwendiger. Und das ist eigentlich so, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja. 41 ist jetzt dran und ich möchte letzter sein. Du möchtest letzter sein. Dann mache ich einfach mal den ersten. Ich hätte, glaube ich, gerade auch den letzten. Dann passt das. Platz 41 vom Pegasus wieder. Cthulhu. Schätz Cthulhu. Ja, aus denselben Gründen, warum es auch schon als Platz 21 auf der letzten Liste war. Es ist eine lustige, beliebige, spaßige Albernheit mit Cthulhu drauf. Das She-Geek hätte es wahrscheinlich nicht mal unter die Top 100 geschafft, aber allein der Cthulhu-Wert zahlt einfach mal ein paar Plätze auf. Es macht halt Spaß, ist nichts Besonderes, ist nichts Tolles. Ich weiß auch, dass hier nicht ganz so viele Fans von dem Spiel am Tisch sitzen, aber... Es ist halt einfach nicht meine Art Spiel, ne? Das ist... Ja. Ich habe auch eine Version von She-Goth. Ja. Ne? Also... Hast du ja auch die Haare dafür. Auf welcher Liste? Ja, der Liste der Spiele, die ich mal hier im Familienkreis spiele, wenn nichts anderes da ist oder so. Das klingt fast, als ob du Leute dazu zwingen müsstest, Spiele zu spielen. Nein, die Leute zwingen eher mich dazu, irgendwas zu spielen und das sind dann halt so Kompromisssachen. Bevor ich dann Munchkin spiele, würde ich das noch bevorzugen. Definitiv, weil es gibt keine Regel, was man sich anschreien muss, um Regelfragen zu klären. Ja, zum Beispiel, und das geht auch schneller. Ja, dann mache ich doch einfach mal mit einem richtig guten Spiel weiter. Ja. Auch aus dem Hause Pegasus. Und zwar ein ziemlich neues Spiel von dem letzten Spiel, Mystic Veil. Ja, der Card-Crafting-Klopper. hat mich total fasziniert. Funktioniert super, den Mechanismus mit dem Kartenbasteln. Und anders als viele Rezensionen, die ich so gelesen habe, finde ich auch gar nicht, dass das Spiel fehlt. Ich habe sogar eher die Vermutung, dass das Spiel eher leidet, wenn man jetzt noch mehr machen müsste, außer diese Kartenbasteln. Weil ich finde, das war schon leider sehr lang auch. Also zumindest bei uns wieder sehr langatmig. Ich spoiler mal. Ich glaube, wir haben tatsächlich zu dritt gespielt und 4 Stunden an einer Partie gesessen. War das so lange? Ich meine, das waren 4 Stunden insgesamt. Also mit Pausen vielleicht. Und dann musste ja auch jeder nochmal gucken, was sind das hier für neue Folien? Ja. Und was kann man da machen? Und so lang waren meine Züge nicht. Das war der Da muss ich ihn in Schutz nehmen. Also das Problem ist halt, es ist viel Text zu lesen auf den Karten. Man muss sich orientieren. Also wenn es 4 Stunden waren, es kam mir schon lang vor, auch länger als auf der Schachtel stand, aber 4 Stunden kommt mir auch übertrieben vor. Ja. Aber ja, lass es 3 gewesen sein. Also das ist so ein Spiel, das dürfte eigentlich nur eine halbe bis Stunde dauern. Dann ist es auch, dann wäre es wahrscheinlich sogar noch deutlich höher bei mir. Mhm. Aber der Mechanismus als solcher, den fand ich total ansprechend. Das hat mir echt gefallen. Wie gesagt, leider etwas langatmig insgesamt dann in der Ausführung, aber das kann auch daran liegen, dass wir halt einfach noch nicht so fit in dem Spiel waren. Ich habe auch schon ganz andere Runden erlebt, also die auch dann eher in diesen 45 bis 60 Minuten oder so lagen. Ich glaube, das lag jetzt auch wirklich daran, dass da 3 Leute am Tisch saßen, die doch gerne gewinnen, die dann auch wirklich mal sich mal alle Karten nochmal anschauen, dann noch mit erklären und so weiter. Also ich bin da auch ganz wie du, ich bin nicht zwingend der Meinung, dass man da nicht noch mehr reinpacken könnte oder sollte oder nicht. Ich glaube schon, dass da noch mehr Spiel dran muss. Ich weiß nur nicht, ob es profitiert am Ende. Ich denke schon, sagen wir es mal so. Also meine Sorge. Ich glaube schon, dass ein bisschen mehr Interaktion oder so im Spiel guttun würde. Das ist ja das, wo die zusätzlichen Sachen hingehen sollen. Da werden wir wahrscheinlich später nochmal drüber reden. Ja, bei mir vielleicht nicht. Also ich habe es ja, diese eine Partie hat mir jetzt nicht ausgereicht, um zu sagen, ach, das ist jetzt ein Lieblingsspiel oder so. Und ich bin auch noch so ein bisschen
vorsichtig. Ich will lieber das noch ein, zweimal spielen, bevor ich mir da so wirklich für mich allein ein Urteil mache. Also es hat mir zwar gefallen, aber das gucken wir mal. Das fand ich nebenbei, also um nochmal, wir sind ja eh beim letzten Titel dieses Videos, da kann man ja nochmal kurz noch ein bisschen raushauen. Das fand ich auch mega schwer. Also ich habe zum Beispiel einen Titel drauf, der kommt auch demnächst noch, also jetzt natürlich nicht mehr in diesem Video. Da war ich auch wirklich hin und her gerissen, ob Entschuldigung, ob ich den so weit unten lasse, wie ich ihn momentan einschätze, oder ob ich ihn vielleicht noch rausnehme und nochmal mehr spiele. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Ich habe tatsächlich eigentlich letztendlich das Ganze so hingelegt, dass ich einfach mir meine Karten gemacht habe, die ausgebreitet habe und dann in Stapel zerteilt habe und gesagt habe, komm, das Spiel, ich habe es vielleicht nur einmal gespielt, aber das Spiel war so toll, das kommt in den Stapel mit rein. Mhm. Und dann habe ich es dann halt beim Feinsortieren dann gesagt, okay, das habe ich jetzt zwar nur einmal gespielt vielleicht, sind es auch nur ein paar, so die meisten habe ich dann doch tatsächlich häufiger gespielt. Aber dass ich einfach dann im direkten Vergleich, welche Spiele habe ich noch in demselben Stapel einsortiert, war das besser oder schlechter als die? Okay. Also, ich habe, glaube ich, gar nicht so viele Spiele drauf, die ich nur einmal gespielt habe. Und dann muss mich das Spiel auch bei der ersten Partie so geflasht haben, dass ich sage, ja, da bin ich mir sicher, das kann nur besser werden oder nicht schlechter zumindest. Ja, einmal war auch wirklich jetzt eine einzige Ausnahme, über die ich gerade rede. Das war wirklich, das haben wir nur einmal gespielt und da war ich mir einfach nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, dass es sehr gut sein wird. Aber wir schauen mal, wenn es kommt, höre ich da nochmal mehr zu. So, dann. Ja, dein Platz fehlt noch. Hm? Na, 41 bei mir ist Zero Shift Onslaught. Oh, cool Mini or not. Ja, ein kooperativer Deckbilder, wo man gar nicht so viel bildet. Man kauft sich die Karten vielmehr genau für die Runde, die man gerade dran ist. Ne, und versucht dann halt den Ansturm der Bugs zu überleben. Ist insofern eine ganz gute Sache. Hat mir kooperativ auch weitaus besser gefallen als jetzt so im Solospiel. Weil man dann immer noch die Möglichkeit hat, von den anderen gerettet zu werden, wenn man halt blöd gezogen hat oder so. Also man kann sich schon gut unterstützen. Das finde ich gut. Dieses Sci-Fi-Thema gefällt mir sehr. Ja, aber an sich, der Deckbuilding-Aspekt geht dann ziemlich unter, sag ich mal. Also man geht nicht so häufig durch seinen Stapel durch, vielleicht 2-3 Mal. Und wenn ich so ein Deckbilder habe, dann will ich auch so eine Engine aufbauen, die dann auch ins Laufen kommt. Ja. Also ich finde das eigentlich sogar positiv bei Zero Shift, dass man eben nicht 1000 Mal neu mischen muss. Aber ich verstehe den Punkt. Ich finde es erstaunlich, dass das überhaupt auf deiner Liste ist. Deswegen ja, bei mir witzigerweise perfektes Beispiel, das, was ich gerade gesagt habe. Das ist nämlich einer der Titel, den ich auch nur einmal gespielt habe. Und bei dem war ich wirklich so dermaßen zerrissen zwischen einer guten Position und weiß nicht, was ich da wirklich rausgelassen habe. Da kann ich schon mal spoilern, das wird nicht vorkommen, weil einfach, da war ich mir noch nicht so sicher, wie gut ich das einschätzen soll, weil vieles von dem, was ihr gerade gesagt habt, sind ja Dinge, die mir normal so mega gut gefallen. Aber ja, mal schauen. Gut, ja. Dann war es das für heute, ne? Gut, Top 10. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit den Plätzen, jetzt nicht verwechseln, 40 bis 31. Richtig. Ja, beim Rückwärtszählen macht mein Gehirn manchmal so ein paar Aussetzer und dann war ich ja 40 bis 39 oder solche Scherze. Nein, ich hoffe, euch hat es gefallen. Welche Plätze kommen beim nächsten Mal? Hör auf jetzt. Ich sage viel Spaß beim Spielen, danke fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.